was interessiert mich eigentlich an der Figur, an dem Körper? Und da bin ich dann in mich gegangen und habe überlegt, ja, es sind im Prinzip die Aspekte Nähe, Berührung, Dynamik, Bewegung, Lebendigkeit. Dadurch, dass ich mich wirklich rein auf organische Formen fokussiere, die ich miteinander verbinde. Das ist ja eine Art Metamorphose, die da in meinen Bildern auch vor sich geht. Das ist ja ein Aufleben, ein gleichzeitiges Verfallen. Ich male hauptsächlich mit Öl. Und teilweise mische ich noch ein bisschen Acryl mit bei oder ja, spray auch ganz gerne mal. Das mit der Kunst ging bei mir schon sehr früh los. Meine Eltern haben das immer schon sehr befürwortet und es ging darum, dass man halt was macht, was einen auch erfüllt und bereichert. Ich bin dann nach Dresden gezogen, an der Hochschule für Bildende Künste habe ich Theatermalerei studiert und das war auf jeden Fall sehr wichtig. Und irgendwann gab es dann für mich den Punkt, wo ich gesagt habe, alles schön und gut, aber jetzt möchte ich gerne freier werden. Und daraufhin bin ich nach Hamburg gezogen und habe da angefangen, an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Illustration zu studieren. Ich bin ja jetzt gerade kurz vor meinem Abschluss und Corona hat einen so ein bisschen, ja, dann hinausgeschubst aus diesem kleinen Safe Space, dass man dann gesagt hat, okay, von der Uni aus passiert jetzt nicht mehr so viel aktuell, deswegen konzentriert man sich jetzt wirklich darauf, diesen freiberuflichen Weg anzutreten. Ich lebe aktuell von meiner Kunst und das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Man kann sich wirklich fokussieren auf den Werdegang und es erfordert natürlich, dass man immer dranbleibt, dass man immer macht. Das ist ganz wichtig. Das ist halt ein sehr unsteter Weg. Jetzt läuft es gerade gut. Wie ist es in den nächsten Monaten? Man weiß es halt nie. Man kann es nicht absehen. Ich betrachte das für mich gerne Schritt für Schritt und taste mich vor und freue mich über jeden weiteren Erfolg.